kriegt. Bisher haben Händler wie Rewe oder Hersteller wie Bergglasmilch Bußgeld gezahlt. Im Fall Campus steht heute ein Polizist wegen Amtsmissbrauch vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, er habe illegal in einer Volksschule in Niederösterreich versucht, an DNA eines Mädchens zu kommen. Der Polizist habe prüfen wollen, ob das Mädchen eine Tochter von Natascha Campus sei, gezeugt mit ihrem Entführer Wolfgang Prickler-Pill. Der Polizist ist seit Februar 2012 vom Dienst suspendiert. Israel hat als Vergeltung für den Tod eines 13-jährigen Israelis syrische Armeestellungen auf dem Golan aus der Luft beschossen. Die Armee teilt mit, sie werde nicht erlauben, die Souveränität Israels zu verletzen. Gestern war erst nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien ein Israeli durch syrischen Beschuss getötet worden. Sein Vater und ein weiterer Mann wurden verletzt. In der Softwarebranche steht offenbar eine Milliardenübernahme bevor. Nach US-Zeitungsberichten kauft der US-Konzern Oracle den Softwarehersteller Micros für umgerechnet 3,7 Milliarden Euro. Micros ist spezialisiert auf Abrechnungssoft und Hardware für Restaurants und Hotels. Oracle ist bekannt für Datenbanksysteme für Unternehmen. Nach seinem umstrittenen Gefangenenaustausch mit den Taliban hat der US-Soldat Boy Bergdahl das Spital in Texas verlassen. Nach Angaben der US-Armee wird Bergdahl ambulant weiter behandelt, außerdem wird er psychologisch betreut. Bergdahl ist vor 3 Wochen von den Taliban freigelassen worden, nach 5 Jahren Gefangenschaft. Die USA haben dafür 5 ranghohe Taliban aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo entlassen. Das Wetter, warm wird es heute und von Oberösterreich bis ins Burgenland überwiegend sonnig. Im Westen und Süden wechseln Sonne, Wolken, Regenschauer und Gewitter. Höchstwerte 22 bis 30 Grad. 8:15 Uhr, schönen Vormittag und auf Wiederhören beim Mittagsjournal.